Was ist das Urteil von jemandem, der die Sunna schlecht redet? Bruder, man muss da immer, immer genau die Person angucken, was da genau gemeint ist. Viele von denen sind einfach nur Juhal. Einfach nur Juhal. Weißt du, es nur, diese Sache kann dazu führen, dass jemand aus dem Islam austritt. Weil wenn du sagst, Sunna schlecht, und Sunna ist die Sunna des Propheten, aber die meisten, die machen das, weil sie sich gar nicht, weil sie einfach nur Juhal sind und gar nicht wissen, dass das eigentlich das ist, was der Prophet gebracht hat und notwendig von der Religion ist. Deswegen, natürlich, wer die Sunna, was ist die Sunna, was der Prophet gesagt hat, was der Prophet gemacht hat? Wer die beschimpft, ist Kafir. Das ist erstmal allgemein so. Aber diese Leute, die so sind, uns bringt nichts in der Dauer, mit denen so umzugehen, als wenn sie Kuffar geworden sind. Weil die meisten von denen sind einfach nur Juhal, die bestimmte Sachen von der Sunna gar nicht wissen. Die wissen gar nicht, Bad ist wirklich eine wichtige Sache in der Religion oder irgendwas, was notwendig ist. Deswegen, ich würde hier mit diesen Leuten nicht diese Distanz so aufbauen. Denn wir sind in erster Linie Duat. Nahnu Duat wa lasna Qudat. Wir sind Rufer und keine Richter. Verstehst du? Weil es ein Unterschied, ob jemand etwas leugnet, was ma'lum in edin bidarura ist, notwendigerweise von der Religion zu wissen. Jemand sagt, Gebet ist gar keine Pflicht. Ach, was soll ich beten? Er ist raus aus der Religion. Ach, weil hier ist eine Sache, Bruder, da kann keiner sagen. Oder jemand sagt, ach, man braucht doch nicht fasten heutzutage. Ach, Schweinefleisch darfst du ruhig essen. Das ist klar. Aber bei solchen Sachen ist es halt leider so, gerade wenn man so aus Ländern kommt, wie du, wahrscheinlich, dass viele Leute, Bruder, die haben da kein Bewusstsein für. Und ich würde nicht diese Grenze aufbauen, ja, ich habe jetzt den Abu Hamza gefragt, der hat gesagt, wer gegen die Sunna ist, ist Käfer. Ja, ist allgemein so. Ja, wir müssen verstehen, was meinen wir mit Sunna? Guck mal, Sunna hat einen unterschiedlichen Begriff, je nachdem, in welchem Kontext man das nennt. Usulu Sunna. Zembuch in Akida. Ist die Sunna. Ein Reinhauen. So, dann gibt es Leute, dann ist Sunna Mustahab, erwünscht bei den Fuqaha. Dann ist Sunna, was vom Propheten zum überliefert wurde, von seinen Worten, von seinen Taten, von seinen Zustimmungen. Und hier muss man genau in die Situation schauen. Viele Leute wissen gar nicht, was gemeint ist. Ja, viele Leute wissen gar nicht, was gemeint ist, und man sagt denen erstmal, guck mal, das und das und das und das. Und wenn du ein Junge, die sind wahrscheinlich älter als du, stimmt's? Die nehmen dich sowieso nicht ernst. Weil der denkt, was will der Kleine mir erzählen von der Religion? Ich habe doch meine Hodgers und die haben auch keinen Bart und die wissen besser als der, was will der mir erzählen? Viele Leute, die wissen gar nicht überhaupt, was ein Beweis ist. Bruder, ich bin einmal in Mekka, ich bin einmal in Mekka im Gebet. Da ist auf einmal ein Muslim aus der Türkei neben mir. Ja? Und ich habe damals den Finger bewegt im Gebet. Ich mache übrigens heute, ich zeige nur. Ist ja egal. Und da kommt er danach zu mir und sagt, ey, guck mal, warum machst du das? Das ist falsch und so. Man darf sich im Gebet nicht bewegen. Dann sag ich, ja, du bewegst dich auch im Gebet. Du gehst zum Ruku, du gehst zum Sujud, du bewegst dich auch im Gebet. Ja, das ist ja eine Bewegung, die man machen muss. Ja, sag ich dir so. Weil, du machst aber, der Prophet das gemacht hat. Ich glaube, dass der Prophet den Finger bewegt hat im Gebet. Ja, also sein Argument war, man darf sich nicht im Gebet bewegen. Wenn ich mich jetzt im Gebet bewege, dann bewege ich mich. Das ist ja Gebet ungültig. So. Dann sage ich zu ihm, was ist denn dein Beweis, dass man den nicht bewegt? Was ist der macht? Der holt ein Buch von Dieter raus. Hier, guck mal hier, das ist der Beweis. Zeig dir ein Foto. Da sag ich, Bruder, ist doch kein Beweis. Du holst gerade ein Buch von DITIB. Ein Beweis ist Koran und Sunna. Nicht, ich habe ein Buch von DITIB, da steht dazu drin. Oder ein Vortrag von Pierre Vogel. Das ist kein Beweis. Das heißt, die Leute sind so was von weit weg. Die wissen gar nicht, was ein Beweis ist. Denen musst du erstmal erklären, was ein Beweis ist.